vereint vor einem knappen Jahr auf dem berühmtesten politischen Selfie. Ein knappes Jahr ist es jetzt her, der Start der großen Ampel-Liebe damals, hat man gedacht. Ne? Mit Robert Habeck und Christian Lindner, sind das jetzt etwa Freunde geworden, hat man sich damals gefragt. Jetzt, ein Jahr später, kann man ganz klar sagen, nein. Tja, Habeck und Lindner, die beiden im großen Zoff um die Kosten der Energiekrise und um den Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke. Da sind sie in der Scholz-Regierung mittlerweile ziemlich beste Feinde. So familiär fing alles an. Mit diesem Selfie startete die Ampel. Mittendrin die beiden Alpha-Tiere Robert Habeck und Christian Lindner. Knapp ein Jahr ist dieses berühmte Selfie jetzt alt. Das Familienfoto der Koalitionäre. Geschichte. Inzwischen müsste es musikalisch eher heißen: Ich will die Scheiße. So richtig scheiße. Christian Lindner und Robert Habeck. Politisch und menschlich kriselt es inzwischen offenbar gewaltig. So stichelte Christian Lindner gegen Habecks Gasumlage. Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen. Und das muss man sich genau ansehen, um was es da geht. Ich kenne die Fakten da nicht. Das kennt Herr Habeck viel besser. Von wegen. Family sieht anders aus. Zickereien vor allem beim Thema Atom. Lindner und die FDP wollen wieder mehr Atom. Für Robert Habeck unterkomplexes Denken. Ein Aufbau einer Argumentation, die sagt, die Atomkraftwerke sind unsere Lösung, wird der Komplexität und auch der Aufgabe, die wir wirklich lösen müssen, nicht gerecht. So, ich werde diesen Kurs weitermachen, dass ich mich entlang von Fakten hier durchhalte und nicht dem Zuruf folge. Lindner kontert auf derselben Veranstaltung. Es ist doch völlig klar, dass dem Robert Habeck es schwerfällt, über die Frage Kernenergie zu sprechen. Ist doch völlig klar. Es geht doch nicht darum, jetzt man sich wechselseitig das Leben schwer macht und die politische Auseinandersetzung damit pflegt, sondern es geht jetzt hier um eine Krisensituation. Habeck und Lindner. Die Gegensätze sind nicht nur politisch groß. Der eine fährt Fahrrad, der andere Autorennen. Der eine golft, der andere geht joggen. Der eine Typ Öko, der andere Manager. Und jetzt auch noch diese Gerüchte, beziehungsweise Gerüche. Die Frage, die im Raum steht, kann Christian Lindner Habeck nicht riechen? Der Finanzminister ist angeblich irritiert, dass der Wirtschaftsminister bei Sitzungen die Schuhe auszieht. Tratscht die Berliner Polizeiszene. Wie bitte? Fest steht, aus ziemlich besten Freunden wurden offenbar ziemlich beste Feinde. Wie viel Krach kommt da noch auf uns zu? Hast du Schuhe an? Ja, ne? Immer. Nicht Habeck-Style, aber ist schon eine Frage jetzt. Ne? Ralf Schuler, unser Parlamentschef hier im Studio. Wer ist der Mächtiger in der Regierung von den beiden, Habeck oder Lindner? Und vor allen Dingen reitet uns dieser Zoff noch tiefer rein in dieser tiefen Energiekrise? Sie tragen das ja sehr kultiviert aus. Man muss sagen, dass der Finanzminister natürlich als derjenige, der die Etathoheit hat, schon ein Tick mächtiger ist. Dafür ist Robert Habeck Vizekanzler, ein Titel, für den man sich nicht viel kaufen kann. Bringt ihm jetzt nichts. Er kann einmal im Jahr, wenn der Kanzler im Urlaub ist, eine Kabinettssitzung leiten. Das war es dann aber auch. Das Problem an diesem Zoff ist allerdings, dass da wirklich zwei völlig unterschiedliche politische Lager aufeinanderstoßen. Die FDP möchte einfach versuchen, so viel wie möglich wirtschaftsliberal, bürgerlich die Grünen auszubremsen. Und Habeck hat einfach das Problem, dass er einerseits, das muss man mal so hart sagen, von Wirtschaft keine Ahnung hat, aber es auch relativ lax angehen lässt. Also es beschweren sich immer wieder Kabinettsmitglieder, dass er schlecht vorbereitet kommt. Dann muss man sich eben auch klar machen, die Grünen haben eine Doppelspitze an der Fraktionsspitze, an der Parteispitze haben sie auch eine Doppelspitze. Und dann sind sich auch die Minister der Grünen nicht grün untereinander. Also Habeck beispielsweise mit Steffi Lemke über Habitatrichtlinien und Ähnliches. Mit anderen Worten, Habeck ist nicht abschlussfähig. Das heißt, man versucht zu verhandeln und dann muss Habeck erst noch mal die Abstimmungsrunde mit all seinen Parteifreunden machen. Das dauert, das nervt. Und das ist bei Lindner und bei Scholz anders. Und Habeck wird auch mal laut, weil er sich nicht beherrscht. Und nach 22 Uhr berichten Teilnehmer von vertraulichen Runden, wird er auch etwas ungeneißig, weil er dann schlafen will. Und das ist ihm dann alles zu doof. Also es gibt da auch so atmosphärische Geschichten. Grundsätzlich ist es aber ein politischer Streit, der auch sehr zivilisiert ausgetragen wird. Also man
brüllt sich da jetzt nicht an oder zopft in der Öffentlichkeit. Aber es steht doch, es kracht doch ordentlich inhaltlich. Die FDP möchte AKWs lange laufen lassen, das will Habeck dezidiert nicht. Der Kollege Finanzminister möchte gern sparen und die Schuldenbremse einhalten. Habeck sagt, ja, wenn es nicht geht, dann muss man mehr Geld raushauen. Und diese politischen Lager prallen da eben in den beiden aufeinander. Wer von beiden wird da das Ruder jetzt in die Hand nehmen? Die Menschen interessiert vor allem, wer wird dafür sorgen, dass wir durch den Winter kommen, ohne dass wir frieren müssen? Und zwar insofern, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können. Wer wird also da so ein bisschen mehr das Ruder in die Hand nehmen? Also Habeck ist qua Amt dafür zuständig. Und er muss unter anderem diese eben angesprochene Energie, diese Gasumlage, die muss er überarbeiten. Das hat er auch zugesichert. Wahrscheinlich wird man sie komplett kassieren. Dauert schon recht lange, ne? Weil das Problem ist, dass man da völlig stümperhaft zu Werke gegangen ist, anstatt sich einfach an diesem Pleiteunternehmen zu beteiligen und damit Stimmrechte zu bekommen und die anderen Gesellschaften mit ins Boot zu nehmen, hat man hier eine Umlage gewählt, die dazu führt, dass auch Unternehmen Milliarden bekommen vom normalen Gaskunden, die es gar nicht nötig haben. Und man gibt den Menschen einerseits einmalige Heizkostenzuschüsse und andererseits schlägt man selbst eine Umlage obendrauf. Das ist nicht logisch. Das wird so auch nicht funktionieren. Und deshalb muss Habeck erstmal nachbessern. Das ist nicht schön fürs Image. Aber im Wirtschaftsministerium ist auch der wirtschaftliche Sachverstand immer dünner geworden in den letzten Jahren, weil man auch die Grundsatzabteilung vor einigen Jahren ans Finanzministerium verloren hat. Da gab es noch ein paar Experten. Jetzt hatte man sich eigentlich darauf vorbereitet, das Weltklima zu retten und nun kommt die Energiekrise. Das ist unfair von der Weltgeschichte, aber so, da muss er durch.